Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und willkommen an einer weiteren Hörreise. Meine Geschwister im Islam, liebe Zuhörer, heute spreche ich über ein Thema und eine Angelegenheit, die natürlich jede Person von uns betrifft. Und natürlich, wenn die Jahre so vergehen, dann macht man die Erfahrung nach einer gewissen Zeit, dass ein gewisser Zeitpunkt sich nähert. Und man macht sich auch ernsthafte Gedanken. Man ist fokussierter am Ziel. Vieles scheint so unwichtig zu werden von dieser Welt. Die Dinge, die vorher sehr wichtig schienen. Und erst dann so verstehst du so, was es bedeutet, das Wichtigste vom Wichtigen zu bevorzugen, aber auch das Kleinste zu beachten. Das ist Ajibiani. Es gibt Dinge, die gehen nur per Zeit. Die gehen nur per Zeit. Das kannst du gar nicht in jungen Jahren mitnehmen. Ich habe den Titel so ausgewählt, weil ich eine Aussage bzw. ein Kalima gehört habe, bezogen auf diese Thematik. Und es ist wirklich so. Stell dir mal vor, gehen wir mal 100 Jahre nach vorne. Wir gehen immer zurück und denken an die Vergangenheit und haben ab auch viel in den Hörreisen über Vergangenes gesprochen. Aber genau das ist ja die Erfahrung, die du mit der Zeit erst machst. Dass du auch ins Morgen denkst, fürs Morgen denkst. Also für den Morgen, der nicht mehr auf dieser Welt sein wird. Denken wir 100 Jahre nach vorne, liebe Geschwister. Wir haben 2022. Denken wir an 2122. Und nein, glaubst du, es wird kein Science Fiction. Ich will nicht hier das fünfte Element, ich weiß nicht, ob einer das von euch kennt. Manche sind auch nicht in meinem Jahrgang, aber ist irgendwie neu drin oder so. Nein, das ich will einen Denkstoß ansetzen. Denk mal 2122, einfach 100 Jahre weiter. Ich existiere nicht mehr. In dieser Zeit werde ich nicht mehr existieren. Ich bin ja kein Vampir oder irgendwas übernatürlich, was die Menschen sich mal gerne vorstellen. Es gibt auch keine Quelle dafür, dass du länger lebst als gewisse Jahre. Ich bin jetzt 40, 100 Jahre weiter wäre ich 140, das ist ganz möglich. Und vom Normalen her. In diesen 100 Jahren, 2122, existiere weder ich noch, der gerade zuhört, auch nicht. Selbst wenn nur eins wäre es wahrscheinlich. Und ich glaube, meine jüngste Nichte ist 2 Jahre alt. Selbst die nicht mehr. Dann müsste die 102 werden. Nicht nur ich, nicht nur dazu, nicht meine Freunde, nicht meine Eltern, nicht meine Brüder. Alle Menschen, die ich kannte, wahrscheinlich auf dieser Erde existieren nicht mehr. Die jetzt momentan auf dieser Erde sind, würden nicht mehr existieren. Alles, was man hat, würde vergehen, Wir würden alle gehen. Keiner würde mehr da sein. Und alles, was man erworben hatte, alles, was man bekommen hat, alles, was man erreicht hat, vergeht. Egal welches, was man gebaut hat, was man sich aufgebaut hat, welche Häuser man sich aufgebaut hat, egal wie viel Besitz man sich angehäuft hat, alles, entweder ist das unter der Erde, entweder ist es vergangen oder es wurde unter den Menschen aufgeteilt. Die Menschen haben das genommen und jeder hat eine Sache für sich genommen und es ist nichts davon geblieben. Die 100 Jahre, einfach wenn wir nur 100 Jahre weiter denken, all das, was wir kennen, existiert einfach nicht mehr, so wie wir es kennen. Das ist Ajibiani, das ist ein Gedanke, dass wir werden schon sehr lange unter der Erde sein. Wir werden schon lange in den Gräber sein, ich und meine Freunde und alle. Wir werden schon alle im Grab, vielleicht eine lange Zeit schon im Grab sein. Weil ich bin ja 40, Ich gebe mir, wenn Allah erlaubt, nochmal 40 Jahre. Ja, und dann sind nochmal 60 Jahre drauf, bis 100 vergangen sind. Da bin ich schon wahrscheinlich vielleicht 60, 50 Jahre unter der Erde. Was ist schon... Ja, einerseits würde jemand sagen, ein beängstigender Gedanke, aber es ist auch ein positiver Gedanke. Und dieser Gedanke, das müssen wir nehmen und positiv für diese Reise anwenden. Weil durch diesen Gedanken wird uns die Reise klarer. Uns wird der Status auf dieser Erde sehr klar.
Wir sind reisend, liebe Geschwister, auf dieser Erde. Und wir haben das beste Proviant bekommen, das ist der Islam und der Iman. Und das, was Allah uns gegeben hat an Proviant, das müssen wir für diese Reise nutzen. Das können wir nicht drüben nutzen. Diesen Koffer müssen wir hier aufmachen, liebe Geschwister. Weil nach dieser Reise, wenn wir den Koffer abgeben und je nachdem, wie wir ihn benutzt haben, heißt es entweder Al-Jannah oder Jahannam. In das klare Sprache, was soll ich dir jetzt erzählen? Soll ich dir mehr schon erzählen? Sollen wir erzählen, dass die Hölle auf dieser Erde ist und es gibt nur das Paradies, wie manche andere das machen? Damit man nur das Gewissen der Menschen beruhigt und dann ein blaues Wunder erlebst, wenn der Todesengel zu dir kommt? Nein, liebe Geschwister, wir sind Leute der Wahrheit. Wir sind eine Umma der Wahrheit. Wir gehen auf der Wahrheit, wir folgen der Wahrheit und wir sind auch Leute, die die Wahrheit sprechen, bezogen auf das, was Allah will. Ja, im Alltag machen wir der eine oder die andere Notlüge, 100%. Ja, nee, erzählen wir nicht 100% immer Sachen, was weltlich angeht. Aber bezogen auf die Religion, Bruder, ich kann nicht dich anlügen, Bruder. Das geht nicht, Bruder. Tut mir leid. Und deswegen ist dieser Gedanke, diese 100 Jahre weiter, ein sehr, sehr positiver Gedanke eigentlich, weil ich fange mit diesen Gedanken an, mit meinem Proviant besser umzugehen. Ich merke auch dann, wie wichtig dieses Proviant ist. Ich merke, wie wichtig dieses Proviant ist. Aber diese Wichtigkeit, liebe Geschwister, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich mit 40 und 20 Jahre weiter Islam so einen Vortrag mir anhöre über diese Angelegenheit, über diese Thematik, realisiere ich das viel stärker, als wenn hätte ich das vor 15 Jahren gehört. Dann hätte ich das nicht auf dieselbe Art und Weise realisiert. Weil in der Jugend, genauso wie Welpen Welpenschutz haben, kennt ihr das bei Hunden? In der Jugend gibt es so ein falscher Gedanke, ein täuschender Gedanke, würde ich sagen, ein täuschendes Gefühl, eher gesagt, dass man unantastbar ist. So, es kann nichts erreichen, keine Krankheit, kein Tod, kein Geist. Und darum siehst du auch die Menschen dann in der Jugend halt sehr, ja, unbedacht handeln. Ja, du siehst dann, die beginnen Dinge, wo du sagst, ist der lebensmüde? Ja, weil genau dieses Gefühl da ist. Er denkt, er ist nicht, er ist unschlagbar oder der ist unbesiegbar. Dann siehst du junge Leute Dinge tun, wo du im Kopf schüttelst. Im Alter. Ich frage mich 20, 25 Jahre zurück, ja, da habe ich auch gedacht, warum schüttel ich mir im Kopf? Ich habe keine Angst. Und man hat dieses Gefühl. Dieses täuschende Gefühl, das ist das Problem. Wenn du älter wirst dann, und dann dir so einen Vortrag anhörst, dann wird dir das klarer, weil du der Sache auch näher kommst. Ich habe ja euch gesagt, mit dem Alter kommst du, dir wird bewusst, dass du einer Angelegenheit näher kommst. Und das ist der Tod, das Grab und dass man dich irgendwann beerdigen wird. Ob ich das annehmen möchte, ob ich das jetzt... Ich muss mich mit diesen Gedanken anfreunden und ich glaube, wenn man sich erst mit diesen Gedanken anfreundet, ist man auch richtig frei von diesem Gedanken und kann ihn positiv anwenden. Aber wie gesagt, sowas wird mit dem Alter sehr, sehr klar. Sowas wird mit dem Älterwerden klarer. Und dann habe ich euch gesagt, dann nicht nur, dass man erkennt das Wichtigste vom Wichtigen, weil ich erkenne dann, mir wird auch, wie kann man das sagen? Es leuchtet auch mehr ein, so für einen, es gibt Dinge, die sind viel wichtiger als alles andere so auf dieser Welt. Es gibt wirklich das Wichtigste vom Wichtigen, weil alles ist ja irgendwo wichtig, ja, was man so tut. Ne? Es gibt Dinge, die sind wichtig für die Gesundheit, es gibt Dinge, die sind wichtig für den Spaßfaktor, etc. Aber es gibt Dinge, die sind viel wichtiger. Hey. Jetzt zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich habe früher für Sport, so zum Beispiel für das Training, sei es Kampfsport oder Fitness, viel Zeit gehabt von Dinge, wo ich jetzt, wenn ich das jetzt abwiege und sage, was ist wichtiger, Koran lesen oder ins Fitness zu laufen, dann würde ich sagen, schon Koran lesen. Würde ich eher mich drum. Früher konnte ich mir, nicht, dass ich mal kein Koran gelesen habe, man hat vorher gesagt, ah, nee, ich muss um Sport und Körper, dies, das, so und Ausdauer geht runter. Das ist halt ein Beispiel, aber das andere Beispiel, was ich geben wollte, ich habe euch gesagt, dann wird auch einem auf diesem Weg nach einer gewissen Zeit und das Näherkommen dieses Weges. Und du musst nicht todeskrank sein, damit du weißt, du bist dir Sache nah. Weil viele denken, oh, ich muss erst todkrank sein, damit ich
damit ich dieser Angelegenheit nahe komme und mir erstmal Gedanken über diese Angelegenheit mache. Nein, erstmal, nicht jeder von uns wird todkrank sein, bevor er stirbt. Manche sterben durch einen Autounfall, einfach so. Vor kurzem ein Bruder mit allein ins Paradies gehen. Ja, manche, das kommt unerwartet, das kommt von heute auf morgen. Manche haben die Möglichkeit oder die von Allah subhanahu wa ta'ala die diese Chance bekommen, eine positive Chance, wie manche Brüder, die man auch kennt, die dann vielleicht Krebs bekommen und Krebs, der zum Tod führt und Zeit haben, sehr viel Gutes zu tun, bevor die sterben, so viel Reue. Das wird aber nicht jeder haben, liebe Geschwister, ja. Das wird nicht jeder haben. Das muss uns auch bewusst sein. Deswegen ist es wichtig, dass man über diesen Weg und das Ende dieses Weges schon sehr früh darüber nachdenkt. Ja, was ist das Leben? So ein Augenwimpernschlag, wie man sagt, ja. Du machst einmal Augen auf, einmal zu und du bist schon 20 Jahre weiter. Wallah, wallah, wenn du mich fragst, Bruder, wie war es, als du nach Deutschland gekommen bist, 1994, Bruder? Das war wie gestern, ja. Wir haben 2022, Bruder. Ich vergesse, wie viele Jahre das schon her sind. Ich glaube, ich erinnere, wie ich in Griechenland auf dem Spielplatz gespielt habe oder rausgegangen bin mit Freunden und mit Orangen auf Busse geworfen habe, weil wir Spaß haben wollten. Und dass der Busfahrer uns jagt. Ja, nee. Das Leben ist nicht lang, ja. Das ist wirklich, das geht so schnell vorbei. Und jede Generation würde das so bestätigen. Jede Generation würde bestätigen, dass das Leben sehr schnell vorbeiging. Selbst Nuh alayhi salam, der über 1000 Jahre alt geworden ist, hat das bestätigt. Guck mal, unsere Sahaba radiallahu anhu, unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über 1400 Jahre her. Über 1000, ich habe gesagt, denk 100 Jahre nach vorne. Über 1400 Jahre her, Achi. Und doch die. Ist das nicht krass? Ist das nicht lange? Guck mal, wie das ist. Jetzt kommt aber ein Punkt. Auch Menschen, die nach denen gelebt haben, werden heutzutage immer noch erwähnt. Warum? Weil sie haben dieses Leben genommen. Und das, was sie von diesem Leben hatten, und haben es so genutzt, dass sie was? Etwas hinterlassen haben. So musste ich und du diesen Gedanken nehmen und was hinterlassen und etwas zurücklassen. Dann, wenn du dann, du wirst sehen, Bruder und Schwester im Glauben, um das nochmal zu erwähnen, bevor ich das vergesse, denn der Mensch war nicht vergesslich. Ich habe ja gesagt, das Kleinste wird betrachtet. Warum? Weil du erkennst das Wichtigste vom Wichtigen und das Wichtigste vom Wichtigen in aller oberste Kategorie ist Al-Akhira über Dunya. Wal Al-Akhira tu khayru min Dunya. Yani, und die Akhira, das Jenseits ist besser für uns als das Diesseits. Also wird dir klar, dass das Jenseits wichtiger ist und alles, was mit dem Jenseits zu tun hat, als dieser Dunya. Dann alles, was mit dem Jenseits zu tun hat, egal wie klein es ist, sei es nur das Bismillah vor dem Essen oder der Gruß, das Salam oder das bloße Lächeln oder das Spenden eines Euros oder eines Cent oder ein 10 Cent oder das Gute, nur den Krummel aufheben von der Masjid, wird als sehr wichtig betrachtet, weil es zu der wichtigsten Angelegenheit gehört und das ist das Jenseits, das Al-Akhira. Nun müssen wir jetzt diese Gedanken nehmen, die wir hier erwähnt haben und das Denken nach 100 Jahren weiter und dieses lange Zeit, die wir schon im Grab sein werden und dass nichts bleibt am Ende auf dieser Reise übrig von uns in dieser Dunya. Ja, es gibt nur die Möglichkeit, dass wir was hinterlassen, wie der Prophet sallam gesagt hat, eine immerwährende oder ständige Spende quasi. Und das, liebe Geschwister, ganz einfach durch was? Entweder nützliches Wissen oder nützlicher Nachkommen oder eine nützliche Sache für die Welt, wie zum Beispiel ein Brunnen und sowas, ja. Du pflanzt Bäume, ja, nee, etwas, was hinter dir bleibt. Das heißt, dieser Gedanke muss mich anstoßen zu was, dass ich etwas vollbringe. Das ist ein Punkt, den du hier zurücklassen kannst. Alles andere geht nicht. Also alles andere. Und du musst eine Sache nur bedenken, auch beim nützlichen Nachkommen, liebe Geschwister. Auch wenn du einen Sohn hinterlässt, der an dich denkt und Dua für dich macht, er wird irgendwann auch sterben. Bei diesen 100 Jahren ist er auch nicht mehr da. Und wer von euch
jetzt ehrlich Hand aufs Herz, weil viele sagen, ja okay, da müssen wir Kinder machen und die gute erziehen. Und das ist keine einfache Angelegenheit, Kinder zu erziehen auf dem Weg der Religion. Beim nützlichen Nachkommen, liebe Geschwister, muss ich euch sagen, dass bei 100 Jahren, 150 Jahren auch seine Kinder nicht mehr leben. Und wer von euch, ehrlich gesagt, liebe Geschwister, denkt an seinen Uropa oder an seinen Ur-Uropa? Wer kennt überhaupt seinen Ur-Uropa? Denn ich kenne den Vater des Vaters meines Vaters nicht. Ich kenne meinen Opa, aber wie oft erwähne ich, wie oft reden wir über ihn? Ach, es kann sein, dass ein Jahr vergeht, dass man gar nicht ihn erwähnt. Denn wer denkt schon an seinen Uropa? Das zum nützlichen Nachkommen, weil viele sagen, ja, ich hinterlasse Kinder, die für mich Dua machen. Denn die sind nach dir auch kurz danach weg. Weil wenn du 60, 80, 90 bist, sind die auch selber vielleicht schon 40. Ja, sind vielleicht schon selber 50. Haben auch nicht mehr lange. Nützliches Wissen ist eine Angelegenheit, liebe Geschwister, die auch nicht jeder machen kann. Weil nicht jeder trägt das Wissen, nicht jeder beschäftigt sich mit Wissen, nicht jeder war auch mit dem Wissen verbunden. Ja, nicht jeder kann ein Buch schreiben. Nicht jeder kann irgendwas hinterlassen, eine Sache in der Religion, die Nutzen ist für die nächste Generation, wie jetzt Imam Bukhari und Imam Muslim. Ihr seht, was die für Gold die besitzen. Diese Menschen, liebe Geschwister, die haben den Jackpot geknackt auf dieser Welt. Die haben diesen Jackpot geknackt. So ein Jackpot, ach, ist nicht einfach. Das ist auch ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. So bleibt auch dieses nützliche Spende, liebe Geschwister, dass man zum Beispiel einen Brunnen baut. Wie lange? Wo wird der sein? Wie lange wird der andauern? Versteht ihr? Weil viele basieren darauf, auf dieser Überlieferung und sagen, ja, man muss sowas hinterlassen. Ich will ja auch was hinterlassen. Ja, ich sehe das genauso. Ich denke mir auch, okay, nützlicher Nachkommen. Ich hoffe, dass mein Sohn dann von mir erzählt, seinen Kindern und seine Kinder, wenn ich die kennenlerne, dann vielleicht ihre Kinder auch erzählen von mir. Aber irgendwo hört dann die Kette auf. Irgendwo sind wir nur ein Glied einer Kette, einer Linie, einer Zeitlinie. Beim nützlichen Wissen mega uns Kraft geben, Jani. So seht ihr, wie wichtig es auch, dass man sich mit Wissen beschäftigt. Vielleicht schreibst du eine Broschüre über Islam oder über die Wichtigkeit des Gebets, über die Wichtigkeit, den Glauben an Gott, und diese Broschüre bleibt, überdauert vielleicht ein paar Jahrzehnte. Vielleicht überdauert sie auch eine Generation oder zwei. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Mit der Spendache hat jeder das Geld dafür. Hat jeder das Geld, einen Brunnen zu bauen? Ich will sagen, ja Bruder, was ist das, 600 Euro, 300 Euro? Bruder, nicht jeder hat dieses Geld, ach, nicht jeder hat dieselbe Kraft wie du. Vielleicht überdauert das auch, dieser Brunnen, eine Generation. Zwei, drei. Bi'idhnillah. Ich würde sagen, im Islam, dieser Gedanke 100 Jahre weiter. Einmal ja, wir können was hinterlassen, wie wir im Hadith kennen. Ja. Und Alhamdulillah, es gibt eine schöne Sache, diese Kettenreaktion für diese Dunya. Diese Kettenreaktion ist, wenn ich meinen Sohn das Gebet beibringe und den Islam beibringe und der seinen Kindern das beibringt und die Kinder seiner Kinder und die Kinder der Kinder der Kinder der Kinder der Kinder der Kinder, alles führt auf mich zurück. Das ist eine gute Sache. Alhamdulillah, Yani. Das ist ein kleiner Funken dieser ganzen Dunkelheit von dieser Dunya. Basiert darauf. Bringt euren Kindern Gutes bei. Bringt Menschen das Gute. Wenn jemand dich fragt, kannst du mir Al-Fatiha beibringen, bring es ihm bei. Er lernt es vor dir, er bringt es vielleicht jemand anderen bei. Das geht alles zurück auf dich. Das ist so ein kleiner Funken, den ich hier noch mitgeben kann. Aber den besten Denkanstoß ist, für mich, vor allem für mich, und für dich da draußen, der das gerade hört, wir müssen uns für morgen vorbereiten. Wir müssen nach drüben Taten schicken. Bevor wir uns Gedanken machen, hinterlasse ich nützliches Nachkommen, nützliches Wissen, nützliche Spende. Wie viel habe ich weitergegeben, dass ich davon auch profitiere? Müssen wir das machen, was unsere Gefährten gemacht haben. Radiallahu anhum warda. Wir müssen uns vorbereiten für morgen. Und dieser Gedanke für morgen, dieses für morgen, und bei einem ist das 100 Jahre, vielleicht bei einem 90, bei einem 80, bei einem 70, 60, 50, 40, 30, 20, manche drunter, manche unter 10, manche unter 1, aber klar,
alles vor dem Bolor, yani Alhamdulillah. Wir müssen, liebe Geschwister, dieses Morgen, wir müssen für morgen vorbereiten, dieses Morgen erscheint mit dem Alter dann immer näher. Dieser Tag erscheint mit dem Alter immer näher. Dass umso älter man wird, umso krasser. Aber deswegen dieser Gedanke, dieser Denkschon, denk mal 100 Jahre weiter, bitte. Bevor du nach hinten denkst, bevor du überlegst, was habe ich gemacht, was habe ich getan, bis jetzt alles, denk mal, was ist in 100 Jahren, bin ich schon 40 Jahre tot vielleicht oder 50 Jahre tot? Boah, da bin ich schon so lange im Grab, Jani. Ach, diese Reise endet tatsächlich. Was habe ich denn da drüben geschickt? Vielleicht wirst du nie Kinder haben, Bruder, für nützlichen Nachkommen. Vielleicht wirst du nicht schaffen, dein Wissen weiterzugeben, wieder dein Wissen irgendwie aufzuschreiben. Vielleicht war dein Wissen nur der Schutz für dich selbst. Vielleicht wirst du nie nützlich spenden. Vielleicht wirst du nie die Möglichkeit oder die Mittel dazu haben. Aber wir haben immer die Möglichkeit, Dhikr zu begehen, zu beten, zu fasten, zu spenden, was man an Spenden kann. Damit das nicht für den einen oder anderen widerspricht. Und sagt, vielleicht hast du nicht die Möglichkeit, jetzt hast du. Ja, ich rede von Euros. 2, 3, 4, 5 Euro. Ja, nee. Dann wirst du merken, dass, wenn wir diesen Gedanken uns jetzt, wenn wir darüber reden jetzt, was habe ich morgen vorausgeschickt? Das stimmt, ich muss für das Jenseits arbeiten. Ich muss viel mehr fürs Jenseits arbeiten als für Diesseits, weil das Diesseits endet. Weil das Jenseits für immer. Das Leben im, selbst das Leben im Grab ist nicht für immer, mein Bruder. Erst das Leben danach ist für immer. Nicht, selbst der Dach des Gerichts ist nicht für immer. Erst das danach, wenn das Urteil gefallen ist. Wenn das Urteil fällt, das, was dann kommt, ist für immer. Außer für diejenigen, die Jahannam kriegen und dann aus Jahannam rauskommen. Ja, nee. Für das, was für immer ist, was habe ich vorausgeschickt? Dann wirst du auch jegliche kleine Sache, auch das 1 Euro Spende, wirst du das wichtig betrachten. Auch deine Euro Spende, auch dein Lächeln, auch dein Grüßen, auch die Freude bereiten eines Muslims. In dir, all diese Dinge wirst du dann schätzen. Wir müssen kapieren, liebe Geschwister, dass es. Und wir müssen uns auch gegenseitig darin ermahnen und rufen, ja. Das, was ich mache, ist nur eine. Gegenseitiger Mann, ich ermahne nämlich ja selbst. Ich versuche ja dieses Spiegel immer vor mir zu halten, wenn ich zu euch rede. Diese Vorbereitung für morgen ist sehr wichtig, Allah. Die ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Weil das können wir alle machen. Ich kann Taten nach vorne schicken, die ich im Grab antreffe. Dass wenn ich im Grab liege und Munkir und Nakir kommen und mich auferwecken wollen, mit schrecklicher Stimme, Donnerstimme und Blitze in den Augen, dass das Gebet vor den Stellen sagt, lass ihn, und das Fasten, das Spenden, die gute Taten, dass ich auf eine andere Art und Weise erweckt werde im Grab. Müssen wir, liebe Geschwister, müssen wir. Und das ist, was ich heute in dieser Hörreise euch mitgebe, wo ich mit euch hinreise, ist 100 Jahre weiter. 100 Jahre weiter existiert einfach nichts mehr. Dieses Leben ist so kurz, in diesem so großen Universum, also wir sehen das Universum als sehr groß, aber das ist auch nicht so groß, wie wir denken. Aber deswegen müssen wir dafür arbeiten. Das ist, der Gedanke ist dafür gesetzt, liebe Geschwister. Was schicke ich? Und ich kann schicken, Achi. Jetzt rede ich zu dir, ich bin da. Ich kann Afkar machen, ich kann Zbaraka beten. Und ich kann noch meine Taten vermehren. Wir müssen, liebe Geschwister, wir müssen, weil es ist wichtig, dass wir schauen, auf welche Taten wir sterben. Dann wird einer sagen, ja, okay, das stimmt. Aber du weißt nicht, wann du stirbst. Also müssen wir ständig uns mit diesen Taten beschäftigen. Weil auf die Taten, die du stirbst, laut deinem Hadith, das ist ein Zeugnis. Denn es basiert auf, was du sterben wirst. Also lass mal mit, wie du angefangen hast. Lass mal, was du alles gemacht hast bis jetzt. Auf welche Taten wirst du gehen von dieser Erde? Wie wird dein Abgang sein? Ja, weil es gibt Leute, wo der Prophet sagt, um Hadith, und warum sage ich dir das? Den Hadith dürfen wir nicht vergessen. Wo Ahlu Jannah, Leute des Paradieses, eine Elle vor Jannah sind, mit ihren Taten in diesem Leben, und kurz bevor sie sterben, Taten der Ahlu Nar, der Leute der Hölle, begehen, und dann das
das Feuer erreichen. Und Ahlun Nar, Taten beginnen in ihr Leben, bis sie eine Elle vor der Hölle sind. Und dann Taten begehen von Leuten von Ahlul Jannah und das Paradies erreichen. Also, auf welche Taten werden wir sterben? Ahlul Jannah oder Ahlul Nar? Und da der Tod unbekannt ist, sollte uns das beschäftigen. Jung oder alt, Mittel, Anfang, Ende. Genau aus dem Grund. Weil der Ausweg muss La ilaha illallah sein. Muhammad Rasulullah. Der Ausweg muss Islam sein. Ich weiß, jetzt wird jemand sagen, na, mach ich, Tayyib, ich weiß. Ich bin bei dir. Das stimmt auch. Das bin ich doch auch. Alhamdulillah, Muslim. Ich bin doch Muslim, achi. Alhamdulillah, yani. Ich heiße Ahmed und ich heiße Khadija und ich heiße Sarah und ich heiße Naima und ich heiße Ali. Aber du lebst nicht nach dem Islam, du isst nicht nach dem Islam, du trinkst nicht nach dem Islam, du gehst nicht nach dem Islam, du sprichst nicht nach dem Islam, du arbeitest nicht nach dem Islam, yani nichts ist nach dem Islam in deinem Leben. Aber Alhamdulillah, ich bin Muslim. Von den 5 Säulen ist nichts da. Geschweige von allem, was danach kommt. Von den Zweigen des Iman etc. Aber Alhamdulillah, ich bin Muslim. Ach, ich weiß das, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Wenn ihr denkt, dass das uns retten wird, dieser Satz, haben wir schon längst verloren. Ich will deinem Glauben einfach 100 Jahre weiterdenken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben, unsere gute Taten akzeptieren und uns auf die besten Taten des Iman sterben lassen. Wa barakallahu fikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.